Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es wieder mal um Strings, ausnahmsweise nicht so wie letztes Mal, wo wir uns einen Sinus selbst erstellt haben hier. Was aber eigentlich eigentlich auch eine schöne Übung ist. Ähm, wer sie nicht gemacht hat, ich kann sie nur empfehlen. Was wir heute machen wollen ist, wir wollen zum Beispiel in einem String, in einem String, wollen wir die Wörter oder Buchstaben ersetzen. Das heißt zum Beispiel können wir hier sagen, wenn wir das haben und ein Leerzeichen als Buchstaben bzw. als... Äh, char oder String, den wir hier, ups, ähm, den wir hier ersetzen wollen. Dann wollen wir in einem String, einem String zum Beispiel so haben. Das heißt, wir würden jetzt hier das Leerzeichen durch einfach nichts ersetzen. Okay. <laughs> Entschuldigung. Und ja, das ist der Plan. Wir wollen heute genau das selber programmieren. Es gibt natürlich auch hierfür Funktionen. Das heißt, eigentlich müsstet ihr es nicht machen, aber es ist eine super Übung. Okay. Und ja, das wollen wir jetzt eben machen. Beziehungsweise ihr sollt das machen, nicht so lange pausieren und dann hören wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt wollen wir diese Funktion selber schreiben. Wir nennen diese Funktion replace. Wie ihr sie genannt habt, ist wie immer eigentlich kein Problem. Und zwar ähm, wollen wir diese Funktion mit einem String ausstatten. Er ist vom Typ String. Das ist unser erster Parameter. Unser zweiter Parameter ist natürlich der char, ähm, Quatsch, der, der, der ersetzt werden soll: to replace. Vom typ char und dann wollen wir natürlich auch einen char haben, den wir replace with nennen, das heißt also wie ihr eure Parameter nennt ist mir völlig egal, aber ähm, im Endeffekt brauchen wir drei Parameter, das habe ich ja schon angedeutet, denn wir wollen ja hier ähm, diesen String nehmen und alles was dieser Charakter ist, also zum Beispiel Leerzeichen wollen wir ersetzen durch zum Beispiel gar nichts, ja. Und ähm, In unserem Fall, wir nehmen jetzt die einfache Variante. Wir nehmen einfach nur ein Char oder ein Character. Wir könnten das Ganze auch für einen String implementieren. Dann müssen wir allerdings deutlich mehr machen. Ähm, und ja, ich dachte mir, das ist erstmal die Ver Variante, die definitiv ausreicht. Ähm, genau, und jetzt gehen wir hier einfach tatsächlich durch. Wir bauen unseren String wieder mal um. Das heißt, wir fangen hier an mit vor for i in. S, das heißt für jeden Buchstaben in unserem String S wollen wir irgendwas tun. Und zwar if, naja, i gleich gleich to replace. Dann, also wenn wir quasi einen gefunden haben, dann machen wir hier irgendwas. So, und theoretisch würden wir jetzt hier einfach sagen, okay, wir ersetzen dieses i durch Replace with, also durch diesen Buchstaben hier. Problem ist, wir haben jetzt hier mal wieder echt viel Overhead, denn wir müssen, wir können das nicht direkt auf unserem String machen. Strings sind immutable, das heißt, wir können sie nicht verändern. Also kann ich nicht einfach sagen, i ist gleich ähm, Replace with. Ja? Das, das geht nicht. Na, replace, it. wieso groß geschrieben? Nein, 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 wir, wir schreiben das schon klein. Ich meine diesen Charakter damit. Das geht hier nicht, ähm, denn wir sehen hier, values cannot be reassigned. Das ist sowieso die Schleifenvariable. Wir könnten es aber auch nicht im String selber dann direkt machen, haben wir ja schon festgestellt. So, was wir also machen müssen, ist, wir müssen hier oben uns ein, eine Variable ähm, result wieder mal definieren vom Typ. Und jetzt wird spannend. So, Entschuldigung, mich hat gerade jemand angerufen. Ähm, vom Typ CharArray wollen wir das Ganze hier halten. Ich weiß, es gibt auch Arrays mit Typ Char, aber hier sagen wir direkt, im Endeffekt ist das genau dasselbe, nur dass wir es nachher direkt in einen String umwandeln können. Und wir wollen ja einen String als Return-Wert wieder haben. Das heißt, wir arbeiten jetzt hier intern auf einem CharArray. So, und das Ding können wir jetzt wieder quasi uns so aufbauen, dass es variabel ist, weil da das, das steht ja vorne dran, ne, Ware. Das heißt, wir können die Sachen da drin verändern. So, und jetzt war euer Einfallsreichtum gefragt. Es gibt nämlich Funktionen, die man auf Strings aufrufen kann. Das habe ich euch schon gezeigt, allerdings nur ganz kurz. Deswegen, ähm, ja, hier nochmal ganz kurz das. Ähm, wir können hier auf S ein S.2 aufrufen. Dann sehen wir hier alles, in was wir es konvertieren können. Das habe ich euch schon mal gezeigt, allerdings wirklich nur sehr kurz. Da gehen wir auch nochmal separat und gesondert drauf ein. Und wir wollen das Ganze jetzt natürlich in ein Char-Array konvertieren. Das heißt, wir haben in äh, diesen String. Als Char-Array sozusagen drin. So, und was wir jetzt machen ist, wir gehen nicht von i in s aus, sondern wir gehen einfach die Buchstaben wirklich mit Indizes durch. Das heißt, wir sagen hier von 0 bis s, also der String, Punkt size gehen wir durch. Okay? Ach, Quatsch. Ähm, okay, ganz kurz meine Verwirrung, sorry. Bei Strings heißt es length, bei Arrays heißt es size. Das verwirrt mich immer wieder mal kolossal. Um, und wir haben ja jetzt hier mit dem String zu tun, also brauchen wir Length und haben nicht das CharArray hier genommen. Wir könnten auch das Char array nehmen und dann darauf Size aufrufen, das würde beides gehen. So, und wenn wir jetzt hier S an der Stelle I vergleichen mit To Replace, dann können wir hier sagen, okay, wenn die beiden gleich sind, also wenn in unserem Originalstring drin steht, wir wollen, ähm, wir wollen hier das Ganze haben sozusagen als. Oder wir haben jetzt hier zum Beispiel in einem String und unser Char hier ist ein, ähm, ein Leerzeichen. Dann können wir sagen, okay, ist denn die it-Stelle in meinem String, ist das eine, ein Leerzeichen? Falls das so ist, dann gehen wir her und sagen im Result an der Stelle i, weil das ist ja derselbe Index in diesem Fall, setzen wir replace with ein. Replace with. So. Jetzt ist das allerdings keine vollwertige Lösung, ähm, weil wir hier natürlich erstens mal noch das Return reingeben müssen. Return Result. Und zwar Punkt, wir wollen natürlich einen String zurückgeben. Das heißt, wir bauen uns einen String aus Result. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Diese Leerzeichen, die können wir aktuell nicht verwurschten. Das heißt, wir können hier nicht sagen, hey, also wir können keine Strings verarbeiten in diesem Sinne. Wir können nur einzelne Buchstaben verwerten. Das heißt, wir können hier sagen, okay, Leerzeichen werden durch ein Semikolon getrennt oder sowas. Das funktioniert. Allerdings können wir nicht einfach hier leer reinpacken oder wir können auch nicht. Das hier als, äh, als Ersetzung sozusagen bauen. Das geht nicht. Und ähm, ja, das ist so ein kleines Problem. Dazu müsste man allerdings deutlich mehr machen von Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Das heißt, wenn ihr diese Lösung hinbekommen habt, dann bin ich schon absolut zufrieden mit euch. Alles andere machen wir später, das kommt erst noch und ja, das ist ein bisschen komplexer. Wir gucken uns mal ganz kurz an, Print Line, wie das Ganze aussieht. Und zwar sagen wir Printline äh, replace. Replace, das ist unsere Funktion. Und ähm, wir wollen natürlich in einem String die Leerzeichen ersetzen durch zum Beispiel einen Semikolon. Ähm, und da müssen wir darauf achten, dass wir hier auch wirklich Characters haben und keine Strings, sonst funktioniert das ganze Ding nicht. So, schön. Jetzt führen wir das einfach mal aus hier. Und ja, wir sehen, dass wir hier einen Fehler haben. Ähm, woran liegt das? Ich bin doof. Daran liegt das. Wir gehen hier von 0. Bis S.length, ja. Ähm, allerdings hat ein, ein String, also in dem Fall sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zeichen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, hey, ähm, wir gehen bis von 0 bis 15. Ihr wisst, man fängt mit dem Index bei 0 an. Das heißt, wir gehen von 0 bis einschließlich 15. Okay? Eigentlich brauchen wir hier keinen Punktpunkt, sondern. Bis minus 1 wollen wir gehen. Das heißt, wir wollen uns quasi das letzte Zeichen aussparen. Denn das letzte Zeichen hier, wenn wir an Stelle 15 sind, naja, dann sind wir eigentlich schon, weil wir mit 0 anfangen zu zählen, sind wir quasi 1 drüber hinaus. Und deswegen kriegen wir hier diesen Index out of bounds. Den habe ich aus Versehen nicht ersetzt. So, und ja, jetzt haben wir hier immerhin schon mal Semikolons eingefügt, wo vorher Leerzeichen waren. Wir können das mit jedem anderen Buchstaben auch machen. Wir können das mit einem großen S zum Beispiel machen. Dann setzen wir hier diesen. Diesen großen S, äh, dieses große S durch ein Semikolon. Und ja, das ist eine primitive Replace-Funktion. Natürlich gibt es bessere, aber ihr habt sie selber geschrieben, deswegen seid stolz drauf. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.